bin jetzt schon seit Wochen krank. Meine Stimme ist weg und ich kriege auch irgendwie keine Luft, ständig husten. Das will sich irgendwie auch nicht legen. Letztendlich bedeutet das aber auch kein Laufen, keine Laufversuche und ich habe wieder diese latente Angst, dass es das schon wieder gewesen sein könnte. Ich bin von jeglicher Körperlichkeit im Moment Lichtjahre entfernt. Ich habe große Schwierigkeiten, bei der täglichen Toilette mich anzufassen. Das allein ist schon eine Katastrophe. Wahrscheinlich auch wieder ein gutes Zeichen, aber diese guten Zeichen sollten jetzt, wenn es nach mir ginge, endlich zu irgendetwas führen. Irgendwas. Endlich das Licht, das aufgeht. Aber natürlich, was wenn dann? Komme ich damit klar? Wenn in meinem Schädel jetzt schon Kleinigkeiten rotieren und mir das Leben fast unmöglich machen, wie soll das dann erst laufen, wenn etwas auftaucht? Ich hatte vorgestern meinen Termin in Graz und habe das mit den Cannabispräparaten angesprochen und war ziemlich nervös, was sich dann als unnötig herausstellte. Es schien überhaupt kein Problem zu sein, dass sie das Dronabinol im nächsten Befund, den ich jetzt geschickt bekomme, empfiehlt. Und ich muss dann bei meinem Hausarzt ein Suchtmittelrezept ausstellen lassen. Die einzige Problematik, die dabei entstehen könnte, wäre, dass die Kassen sich sperren. Aber das werde ich dann sehen. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt glücklich drüber bin oder nicht. Ich drehe eigentlich seit dem Termin nur noch am Zeiger. Und habe mich absolut nicht im Griff. Als wäre der Bildabschluss nicht schon schmerzhaft genug gewesen. Nun noch ein seelenzerreißender Sonnenuntergang. Ein hübsches Schnittmuster auf dem linken Arm, kreuz und quer. Das Brennen wie ein Halt. Kurz. Bis es verschwindet. Und ich glaube, für dich hat sich auch ganz viel verändert. Also die Analyse kam in diese Zeit rein. Also ja, ich habe dann mit der Analyse begonnen, Dauhausen. Das geht jetzt seit 2 Jahren so. Und für mich war Dinas Film insofern sehr wichtig, weil ich mich dann selbst wieder von außen betrachten konnte und sehr viele Details gesehen habe und Feedback bekommen habe, auch von Leuten, die den Film jetzt in Leipzig zum Beispiel gesehen haben. Und einfach in meinen Symptomen oder in meinen Aussagen etwas Eindeutiges erkennen, was ich für mich selbst noch nicht anerkennen kann. Und das ist extrem wichtig für mich. Nein, leider nicht. Sie waren jetzt dreimal ausgestellt, oder? In der burgenländischen Landesregierung haben sie für schlechte Laune gesorgt. Da haben die Damen sogar gesagt, bitte nicht die Schlimmsten, sonst können wir hier nicht arbeiten. So
So, sind jetzt zurück vom Festival. Ich kann mich kaum noch bewegen. Erst einmal habe ich zu Hause gelassen und habe recht schnell bemerkt, wie sehr ich den Scheiß schon brauche. Wir haben uns heute noch einen Film angeguckt und dann ja, vormittags gleich wieder neuropathische Schmerzen bekommen in Armen und in Beinen. Und unerträglich. Das war eigentlich total schön gestern. Es war tolle Gespräche und es gab auch ganz viel positiven Zuspruch und ich denke, das war nicht aufgesetzt, es war echt gemeint, aber ganz viel Aufmerksamkeit und als wir dann da raus sind, ist es jetzt nicht so, dass Rumpelstilzchen gleich anfing, hier wieder rumzuwüten, aber die Leute sind nett zu mir und sagen, wie wertvoll ich bin und ich hasse. Ja, die Sonne geht wieder unter. Rational betrachtet, ich, keine Ahnung, macht's jetzt hier Schnips, Schnips und ich werde zu diesem Kind in mir und ich will eigentlich nur noch sterben. Jetzt meldet er sich und jetzt sagt er, ja, du blöde Kuh, warum flennst du denn? Dann tu doch was. Meine Abende verlaufen im Moment alle gleich. Sobald sich dieses Farbspektakel am Himmel abzuzeichnen beginnt, geht meine Seele klirrend zu Bruch. Passend dazu gestern Abend diese Dokumentation über Frauen in Indien und dann diese junge Frau, die von mehreren Männern vergewaltigt worden war und auf dem Weg zum Gericht ihren linken Arm verbarg. Da wurde mir wieder bewusst, dass ich das nicht ohne Grund machen kann, als ich all diese Narben sah. Denn es ist ja kein spaßiger Zeitvertreib, es ist bitterer Ernst. Diesen Gedanken kann ich ab und an zulassen, um dann wieder in meine alten Muster zurückzufallen und alles zu verleugnen. Der Winter hat nun mal Einzug gehalten. Auf seine für mich grausame Art und Weise. Die Abende zerfressen mich und die Tage sind so bitterkalt geworden, dass Laufen schier unmöglich erscheint. Doch ich muss es heute versuchen, nach diesen Wochen der Erstarrung endlich wieder aufstehen, in Bewegung kommen, ein Lebenszeichen von mir geben.
Es muss sein. Aufstehen, immer wieder. Denn wenn ich es nicht mehr tue, dann bin ich tot. Warum sollte man in Belgien nicht einen Schaumwein machen können? So, einmal die volle Dosis Tramal, ein halbes Lyresal. Ja, dann werde ich mich auf den Weg machen und hoffentlich ganz bleiben. Das Ganze geht blendend los. Ich komme nicht mal in die Fäustlinge mit meinen beschissenen Händen rein. Schön, bin noch nicht mal draußen. Ich schwitze jetzt schon wie ein Schwein und nachher wird mir eiskalt sein. Oh, geil. Ich habe die ersten Schritte überlebt. Gaudiamus Igitur. Juhu. Ich habe jetzt 1,3 Kilometer geschafft. Ich stehe noch. Ich bin nicht hingefallen. Und ich überlege immer noch, ob ich an einem der Holzstämme einen Zettel hinterlasse mit meiner Telefonnummer. Und den Menschen, denen das schöne Holz hier gehört, einen Stamm abkaufe als Sitzplatz, der hier liegen bleibt. Ich habe 2 Kilometer. Ich stehe immer noch. Und Hände und Füße faulen mittlerweile ab, wie erwartet. So 4 Kilometer waren es. Mein Mann hat mich versetzt. Und mir ist nur noch kalt und ich hoffe, ich werde nicht nochmal krank. Mit Beginn meiner Psychoanalyse von beinahe 2 Jahren wurde ein permanenter Datenabgleich in meinem Schädel losgetreten. Ich befinde mich tagtäglich in einem einzigen Dauer-Déjà-vu. Erinnerungen, die längst verschüttet waren, kommen zum Vorschein. Und je schöner sie sind, desto schmerzhafter ist es. Doch die so sehr ersehnten Antworten bleiben sie mir letztendlich schuldig. Im Postkasten lag heute der Befund aus Graz mit der Verschreibung des Tronabinols. Und ich war gerade beim Hausarzt. Der hatte eine ungarische Vertretung. Und ich habe da den ganzen Betrieb blockiert. Es ist total witzig. Ich habe dann am Schluss gesagt, Cannabis anbauen und dann ernten geht schneller als das. Also ich weiß jetzt gerade noch gar nichts. Ich muss um 5 nochmal bei meinem Hausarzt anrufen. Es wird noch viel telefoniert, um herauszufinden, wie man das Medikament richtig einschleicht, da meine Ärztin nichts reingeschrieben hat, außer langsam einschleichen. Großes Feld. Ja, wenn nicht, dann nächste Woche warten, wieder warten. Und die Apothekerin am Telefon total entsetzt. Aber es ist ein Suchtmittel. Ja, ich weiß. Und was ist Tramal? Naja, ich bin gespannt. Ja. Ja, hallo. Grüß Sie. Kein Erfolg. Okay. Sie haben nur Tropfen und damit kann ich nichts anfangen. Tropfen wäre aber letztendlich auch in Ordnung, also. Das ist etwas anderes. Okay. Also die Dosierung kann ich dann nicht sagen. Ja. Also beim Neurologen anfangen am Montag. Okay, super. Ja. Dankeschön. Bitte, auf Wiedersehen. Ja. Mein Sonntagvormittag verziert mit mehr oder weniger witzigen, unwillkürlichen Zuckungen. Ein Dauerfeuer an dissoziativen Anfällen, der Körper nicht unter Kontrolle zu bringen. Das ganze Wochenende über, nur müde und schlafen.
Und dazwischen die drei Laufversuche, eine Katastrophe. Es wurde immer schlimmer. Und heute dient nicht einmal das Wetter als Ausrede dafür, dass der Körper komplett spastisch war. Dafür war es zu warm. War das Wochenende in Oberwart zu anstrengend? Hat es mir geschadet? Ich muss abwarten. Wie immer, einfach nur versuchen, ruhig zu bleiben und abzuwarten. Ich und ruhig bleiben. Ich lach mich tot. Wie erwartet nahm die Odyssee heute ihren zweiten Anlauf. Erst ist im Krankenhaus keiner ans Telefon gegangen. Dann habe ich meine Ärztin nach gut 10 Versuchen endlich am Hörer und frage sie und sie meint, naja gut, die Informationen findet man sowieso nur im Internet. Im österreichischen Medikamentenverzeichnis wäre das Medikament nicht angeführt, weil es aus dem Ausland kommt. Gut, dann habe ich versucht, meinen Hausarzt anzurufen, da ging auch keiner ran. Wieder nach mehreren Versuchen hatte ich dann meinen Hausarzt am Telefon und der war mehr darauf bedacht, mir zu erzählen, wie scheiße es ist, dass Fachärzte meinen, Hausärzte könnten alles machen. Und ja, klar, er hat mir leid getan, ich habe mich natürlich wieder schlecht gefühlt, so wie es immer der Fall ist. Ich wurde dann angehalten, zur Apotheke zu fahren, also bin ich eine Stunde vorher weg von der Arbeit, bin zur Apotheke, habe dort alles länger mal breiter erklärt, dann haben mir die Damen aufgeschrieben, was der Hausarzt verschreiben soll, dann bin ich mit dem Zettel zum Hausarzt. Und dort saß ich jetzt mal gut über eine Stunde und habe gewartet, bis ich dran war. Und dann war immer noch Großbahnhof angesagt. Ja, jetzt hat er irgendwie ein Rezept ausgestellt, eine Begründung draufgeschrieben, das wurde eingeschickt. Und morgen nach 10 soll ich anrufen und mal nachfragen, ob die Krankenkasse es bewilligt hat oder nicht. Ja. Keine Ahnung, und dann auf der Heimfahrt habe ich mich schon wieder so dermaßen wertlos und überflüssig gefühlt, dass ich da anfing zu flennen. Eigentlich, ja, ich bin jetzt total durch den Wind und ich möchte mich eigentlich nur noch aufschlitzen. Das ist alles, was ich jetzt gerade an Gedanken in meinem Schädel aufbringen kann. Mich verletzen, mich abstellen. Ich bekomme richtig Lust, mal festzuhalten, was gerade in meinem verkorksten Hirn abläuft. Abgesehen davon, dass ich mir gerade eine überdosierte Portion Tramal einverleibt habe, bin ich so unendlich scharf drauf, eine neue Klinge aus ihrem kleinen Kuvert zu packen und mir das Ding mit voller Wucht in den Arm zu rammen. Aber letztendlich mache ich das doch ohnehin nie, dafür bin ich zu feige. Da ist noch diese Packung mit den Blutverdünnungsspritzen. Und als ich da heute beim Hausarzt saß, dachte ich, okay, die könnte ich hier vorbeibringen. Aber wieso? Wieso sollte ich? Ich habe genauso Lust, mir 2, 3 von den Spritzen jetzt reinzuhauen. Genug Wasser zu trinken, den Arm vielleicht noch heiß zu baden und mich dann zu massakrieren. Das wäre ein schönes Blutbad. Ich bin richtig schön gestört, aber scheinbar bin ich zu lieb und sitze hier nur wie ein Geisteskranker und wippe vor und zurück. Als ob mich diese Bewegung irgendwo hinbringen würde. Je weiter der Vormittag voranschreitet, umso mehr steigt die Anspannung in mir. Ich habe eigentlich gar keine Lust anzurufen, um das Medikament oder abgelehnt an den Kopf geknallt zu bekommen. Der Gedanke, die Rasierklinge neben das Telefon zu legen, klingt sehr verlockend.
Hallo, Samar Bjerg am Apparat. Na, abgelehnt? Nein, nicht ernsthaft. Ja. Ja, super. Ja. Sonst soll der Sebastian das morgen abholen? Was mache ich jetzt mit dieser Anspannung? Ich wünschte, ich könnte behaupten, sie würde sich nun auflösen. Ich wünschte auch, ich könnte behaupten, die Tränen in meinen Augen wären Freudentränen. Aber dem ist leider nicht so. Mir vorhin schon Blutverdünnung gespritzt. Die Suche nach Aspirin war erfolglos. Ich habe einfach nichts Gutes im Sinn. Und scheinbar kann keine noch so gute Nachricht mich in irgendeiner Form aus meinem Loch herausholen. Lebenszeit ist für mich wie Gefängniszeit. Etwas, das man absitzen muss. Ist das nicht irgendwie total traurig? Der Lauf gestern stand grundsätzlich schon unter einem sehr schlechten Stern. Dieses Lähmungsgefühl im rechten Bein hat eigentlich seit dem Wochenende nur noch zugenommen. Bin dann trotzdem raus. Nachdem erst nur das linke Bein hängen blieb, hatten dann beide Beine Aussetzer, ich wäre beinahe gestürzt. Die Fluchintensität stieg an. Und dann an diesem einen Knackpunkt bei 1,5 Kilometer, wo ich meistens schon aufgegeben habe, schlagartig ging es wieder. Ich habe keine Ahnung, plötzlich funktionierte es. Und das sah wieder so einigermaßen wie Laufen aus, was ich da mache. Oder das Dramal, die zweite Dosis hat angefangen zu wirken, wer weiß. Ja, und als ich nach Hause kam, war ich einigermaßen ruhig, ich war zufrieden, ich war glücklich. Aber das darf nicht sein, weil ich bin ja schlecht, ich bin ja scheiße. Ich muss mich ja schuldig fühlen. Und dann wurde ich von meinen Schuldgefühlen in meine Einzelteile zerlegt. Ich musste mich nochmal aufschlitzen, mir nochmal eine überdosierte Portion Tramal reinpfeifen und mir damit sozusagen das Hirn wegballern. Und als Sebastian ganz spät nach Hause kam, fragte ich ihn einfach nur, warum? Warum ist das so? Warum bin ich so schlecht? Und er kann es nicht mehr hören, wie ich mich in diesem Themenkreis immer bewege und da nicht rauskomme. Und er schnaubte einmal entnervt und stellte mir dann das hier vors Gesicht und sagte, da, nimm das und hört das endlich auf. Die Wundertüte. Ja, schönes Wortspiel. Ein schönes großes Fläschchen THC. Ich habe immer noch leichte Bedenken, es zu nehmen. Aber vielleicht hört damit wirklich dieser Krieg in meinem Schädel endlich auf und ich darf einfach ich sein und nicht alle anderen. Ich kann nicht mehr. Zwei bis dreimal zwei Tropfen täglich. So jetzt. Legale Drogenexperimente.
keine Macht der Drogen. Ja, dann Skull. Mal sehen, ob ich in 10 Minuten solche Pupillen habe und mit einem breiten Grinsen hier sitze. Wenn mir das Grinsen nicht gestern schon vergangen ist. Bis jetzt fühle ich mich wattig eingepackt, der Wirkung des Tramals nicht unähnlich. Meine Hände machen gerade überhaupt nicht das, was ich von ihnen will. Und ja, jetzt die Gretchenfrage. Tramal, was hilft, oder noch eine zweite Dosis vom Cannabis? Gibt es da eine schöne Wechselwirkung? Liege ich dann unter dem Tisch? Aber eins ist klar, so kann ich nicht arbeiten, irgendwas muss ich machen. Ich komme gerade wieder an einen äußerst schmerzhaften Punkt. Wenn ich hier so sitze und nichts mehr machen kann, ist recht nicht, ohne mir irgendwas einzuschmeißen. Der Gedanke, mir jetzt zum ersten Mal ernsthaft etwas anzutun, ist sehr reizvoll. Es wird nie aufhören. Aber vermutlich bleibt es wieder nur bei irgendwelchen wertlosen Tränen. Mehr nicht. Welchen Sinn hat mein Leben noch? Tja, das vorhin war eine meiner klassischen Selbstmordattacken. Ich habe mir eine volle Dosis Tramal gegönnt, zusätzlich, damit ich wenigstens ein bisschen weiter arbeiten kann. Ja, und werde mir jetzt auch gleich noch eine zweite Dosis Dronabinol gönnen, zu gucken, ob da irgendwas passiert. Ich bin jetzt tot. Ich kann gut verstehen, dass Menschen mit derselben Problematik sich gerne häufiger versuchen umzubringen. Nur, wie schon mehrfach erwähnt, ich bin scheinbar zu feige dafür. Obwohl ich dem Gedanken vorhin sehr, sehr, sehr nah war. Acht Schnitte mussten reichen. Mal sehen, ob sie für den Tag reichen oder ob da noch mehr herhalten muss. Ich habe Markus angeschrieben, obwohl ich das eigentlich nicht machen wollte. Denn ich denke, ich bin in einem, wie ich es bezeichnet habe, grenzwertigen Zustand. Nach dem Drogencocktail vom Vortag
bin ich morgens ein einziges Wrack, unfähig mich zu bewegen. Die Füße kleben extrem auf dem Boden, was dann letztendlich auch zu einem beinahe Sturz führt. Mittags bin ich in einem katastrophalen Zustand und muss mich fragen, ob ich auf Nummer sicher gehe und auf das Tramal vertraue. Opioid und Cannabinoid in trauter Zweisamkeit am Wirken. Und erst merke ich es gar nicht, wie ich da so laufe. Doch dann in einer der Pausen in meinem Kopf absolute Stille. Und mit dieser Stille kommt Kontrolle über meinen Körper, über meine Beine. Und ich bin wieder in der Lage, eine Minute durchzulaufen, wieder und wieder. Mal sehen, wie das Ganze in nächster Zeit weitergeht.